Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist es Reiter und wir sind in Folge Nummer 47 von Oxygen Not Included. Ja, wir haben letztes Mal hier den Aussetzer gemacht, beziehungsweise geplant, dass der da gebaut wird. Da sollte es dann bald weitergehen. Da ist eine Wasserpfütze, die müssen wir mal wegwischen. Er hat sich schon die Füße da dran wehgetan, das ist gut, ne? Füße da dran erwischt. Naja, müssen wir gucken. Okay, nach dem Intro gucken wir uns das dann weiter an, was wir hier als nächstes machen müssen, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal. Okay, der Aussetzer wird tatsächlich schon gebaut. Das ist sehr gut. Hier Pufflet-Ei, das kann dann da rein und dann kann das ausgebrütet werden. Jetzt ist die Frage, was fehlt denn hier? Filter nicht eingestellt. Okay. Alle Tiere rauslassen. Nö, Pufflets rauslassen, ne? Und es können eigentlich alle Pufflets rausgelassen werden, wenn einer eingefangen ist. Aber wir fangen ja keine ein, weil das nicht geht, ne? Oder wie war das? Ich finde, was kann man angreifen? Nee, geht nicht. Da müsste man eine Falle machen. Gibt es Fallen dafür? Da muss es doch Fallen für geben, ne? Oder? Stationen, man da. Eine Pflegestation sollten wir vielleicht mal machen, ne? Das wäre ja nochmal was, oder? So, jetzt ist er hier rausgelassen worden. Und das nächste Ei wird schon ausgebrütet. Sehr gut. Gut, wir müssten mal schauen, dass wir hier wieder Pufflet-Eier reinkriegen, wenn welche da sind, ne? Tierei. Pufflet-Ei. Ist aber keins. Aber wenn, käme es da rein, ne? Okay, nicht schlimm, lassen wir so. Der müsste mal rüberwandern. Wie sieht es denn hier mit unseren Schlafzimmern aus? Eigentlich schon mal ganz gut, oder? Hier oben fehlt nur eine Mauer. Für den Schlafbereich da, ne? Und dann können wir da noch Möbel hinstellen, nämlich das Bett. Dann passt das und dann fehlt noch eine Schleuse, ne? Eine pneumatische Tür, sagen wir es mal so. Schleuse muss das ja nicht sein. Hier machen wir schon weiter rüber. Ja, da müsste man hier natürlich das hier schneller weiterbauen, ne? Aber lass das erstmal so. Wie, was war, hatten der Sauerstoff war knapp, hatte der Morderer geschrieben oder gesagt. Ne, Lüftungsoverlay war falsch. Hier das erste Sauerstoffoverlay. Ja, das ist wirklich nicht gut, da hat er recht. Da müssten wir jetzt mal schauen, dass wir was kriegen, was das verbessert. Hier sollten wir vielleicht mal aufmachen, ne? Dann würde ich mal sagen, krabbeln wir doch mal hier so hin. Machen das mal so, oder? Und da müssten wir natürlich noch einen Boden bauen. Ja, der wäre hier dann. Machen wir erstmal so, ne? Da geht jemand schlafen, das ist auch gut. Wie sieht es mit Essen aus? 15.000. Okay, hier wächst aber was. Da ist auch noch was abzumachen. Das geht alles. Die Pumpe könnte man abbauen und tiefer setzen, weil darüber haben wir es jetzt schon geschafft, dass es passend hoch ist. Das bedeutet, wir können auch definitiv dieses hier zerlegen. Während das letzte gerade zerlegen falsch war, das können bleiben die Leiter. Wir haben das ja hier als Auffangmulde, ne? Ja, eigentlich müssen wir die auch gerade mal zerlegen dann, ne? Zerleg die mal auf der Stufe 9. Und dann müssten wir im Sanitärbereich eine neue Pumpe haben. Die dann dahin kommen, ne? Da wird ja jetzt sofort einer kommen und die Pumpe machen, oder? Hoffe ich. Das sieht doch erstmal schön aus hier, oder? Hier unten, es wird Strom erzeugt, alles ist gut. Also, die machen die Morgentoilette, da müssen wir gleich mal reingucken in den Zeitplan, ob das noch alles richtig ist, ne? Da kommt schon der Erste und baut die Pumpe ab. Und die kriegt Prio 9, dass er neu kommt.
Okay. Hier ist noch eine Rutschestange, die könnte natürlich besser hoch sein, aber naja, bringt uns jetzt auch gerade nicht weiter, oder? Vielleicht sollten wir mal ein bisschen auch aufräumen oder so, ne? Schauen wir mal gerade mit dem Aufräumen. Ich glaube, hier ist nichts, oder? Hier können wir aufräumen. Oh, da ist sogar eine Sperre. Da müssen wir was weggraben. Oh, der Pufflet war da gerade raus. Okay, ganz schnell hier Auto und 9. Mach einer ganz schnell die Tür zu, dass er dann wieder reinfliegt. Zu spät. Ja, jetzt brauchen wir es nicht mehr machen. Dumm gelaufen, ne? Dumm gelaufen. Pufflet ist da wieder durch. Wie viele Betten haben wir eigentlich? 1, 2, 3, 4. Hier oben fehlt auch noch ein Bett. Wieso ist das eins weiter nach da gebaut? Hier ist ein Fehler im System, oder? Ist aber auch nicht schlimm, würde ich sagen. Möbel sind da. Feldbett ist. Ah, warte mal. Ah, vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, das so zu machen. Aber hier ist es zu knapp, ne? Dann noch eine Tür hin. Sonst gilt der Raum sowieso nicht nachher als Schlafraum, ne? Ach, guck mal, hier sind schon so Herzen. Abstrakte Skulptur. Doch, Skulptur. So heißt das Ding. Ah, shit, dass der da eben war und wir das mit der Tür nicht geschnallt haben. Wir waren bei dem Thema Falle, ne? Wie sieht es erstmal mit Essen aus? Ist gut. Wir sind hier mit dem Sauerstoff jetzt besser unterwegs. Gucken wir gerade. Ja, okay, es ist jetzt nicht mehr rot, sondern es ist jetzt auch ein bisschen lila schon. Wir müssen da definitiv darauf achten, dass das weitergeht. Und das hier weiß ich auch noch nicht, wie ich das handhabe, ne? Mit der Rutschestange ist da ein bisschen doof gelaufen jetzt. Ah, der ist immer noch da. Lass uns die Forschung mal angucken. Wo war die Forschungsstation? Da. Hat gerade keinen Strom. Was ist das hier? Eine Tierfalle. Fängt ein Tier zum Transport ein. Zur einmaligen Verwendung. Und das haben wir, das Ding. Das bedeutet, das müssen wir hier oben hinstellen, oder? Ah, da ist er, aber da fehlt uns was. Plastik brauchen wir dafür. Okay. Ist die Frage, wo wir Plastik wegkriegen, ne? Dafür brauchen wir bestimmt Erdöl, oder? Weitere Zustände: Plastik, 500 Zyklen, Petroleum brauchen wir dafür, okay. Petroleum haben wir aber auch nicht, also ist das schon ein großes Problem. Da geht aber gerade unser Drucker hier los, der Biodrucker. Schauen wir doch mal, was es da gibt. Ein Drecklet oder Strauchsamen? Da brauchen wir nicht drüber legen, die Dornenstrauchsamen, die nehmen wir. Aber ich glaube, wir brauchen hier auch noch welche, ne? Strauchsamen sind es. Ach, das sind andere Sträucher. Okay. Ah, naja, da ist jetzt auch nicht schlimm. Dann kommt das hier irgendwie irgendwann im Blumentopf, ne? Gut. Wer hat da jetzt genießt? Ellie, ne? Allergische Reaktion, genau. Aber hier haben wir jetzt richtig Essen, ne? Ja, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn die da mal ein bisschen rumniest. Wir werden es überleben. Jetzt ist hier die Rutschestange, ne? Weiß ich auch noch nicht, wie wir das handhaben wollen. Irgendwie ist sie an der falschen Stelle. Pumpe ist da, das ist schon mal gut. Hier können wir ein bisschen was veredeln wieder.
Mal eine 10 da eingeschmissen. Das funktioniert gut. Ja, müssen wir weiter gucken, ne? 412 Kilo Algen. Wir brauchen Algen. Da sind auch mehr Algen hier. Wo müssen wir mit der Treppe lang? Mit der Dingens, nicht mit der Treppe. Mit der Decke. Eigentlich hier, ne? Die kriegen wir aber da nicht so gebaut wahrscheinlich, oder? Doch, müssen wir mal gucken. Doch, müsste von hier unten gehen, ne? Aber hier ist ja genug Alge, ne? Haben wir wahrscheinlich noch ein paar Tonnen. Ah, hier wird diese Decke jetzt gebaut, das ist schon mal gut. Was mir aufgefallen war, wir haben hier zwar ein Türchen, ne? Aber eine Schleuse haben wir da überhaupt nicht, ne? Weiß gar nicht, wie wir das am besten anstellen, ne? Eigentlich müssten wir so eine Temperaturschleuse da haben. Eigentlich müssten wir da so eine... Okay, das war falsch. Ich wollte drehen, das war O. So eine Schleuse müssten wir da hin basteln, ne? Das würde bedeuten, wir müssen das zerlegen und wahrscheinlich auch das zerlegen. Und ich würde das jetzt mal favorisieren, dass wir das auch ein bisschen schneller zerlegen. Und dann auch schneller die andere Schleuse dahin bauen, ne? So, das sieht doch schon mal gut aus. Das bedeutet, wir können hier mal einfach das alles weggraben. So, da wird das schon mal gemacht. Sehr gut. Und die Schleuse muss jetzt dahin. Das ist schon mal sehr gut. Und die braucht Strom. Und jetzt muss das Ganze nur auf Prio 9. Ich glaube, das machen wir hier. Irgendeine Prio war jetzt die Fackelsche, aber ist egal. So. Ja, hier geht es nicht weiter. Hier rutschen die schon ein ganzes Stück runter. Hier geht es auch nicht weiter. Können wir die Prio da mal ändern? Das mal 7. Weil sonst ist der dann nachher weg, dann bringt mir das auch nichts, ne? Macht erstmal einen guten Eindruck alles, oder? Keine Forschung. Das ist schon mal schlecht. Ja, ich baue das erstmal. Auch wenn wir es noch nicht haben. Aber wir sind ja eigentlich unterwegs hier zu entdecken, wo sowas gibt, ne? Müsste nur da oben weiter vorangehen, ne? Wie ist denn da mit Luft? Geht da eigentlich sogar? Essen ist mit 22.000 okay. Könnte mehr sein, aber ist erstmal okay. Was haben wir denn hier? Wasserstoff. Ah, hier war der Dampfslot, ne? Ja. Für den Dampfschlot müssten wir hier was mit Wasser machen und dann müssten wir aber Kühlung haben. Und Kühlung ist wieder so ein Thema für sich, ne? Dafür müssten wir erstmal ein Eisbiom haben, aber das haben wir sowieso nicht, ne? Ob das dann funktioniert, ist auch noch wieder eine Geschichte. Das mit den Temperaturkühlungen sind so eine Geschichten, die ich nicht so toll finde, ne? Jetzt haben wir hier einen Erdgasgeysir. Bleistein. Ja, so Eisen ist nirgendwo zu finden hier, ne? Doch, hier ist es. Da ist auch kleine Keuchwurz. Und so, Dingens ist da. Da müssten wir da an dem Dingens vorbei, an dem Schlot vorbei. Das würde bedeuten, wir müssten... Was haben wir denn hier dran? Chlorgas, nicht so toll, ne? Dann lass uns doch das mal... Eigentlich müssten wir das hier dann weiter hochbauen, ne? Funktioniert ja auch, weil die da eine Maske aufhaben, ne? Dann lass uns mal die Leiter da weiter hochziehen. Ich würde es jetzt mal bis hierhin erstmal machen.
und dann nach da gehen. So, genau. Vielleicht doch die Leiter noch ein bisschen weiter. Und dann hier. Bis dahin gehen, oder? Ein weniger. Dann hier Zweier graben. Können wir noch einen? Können wir noch einen, oder? Dann machen wir den weniger. Den machen wir Abbruch. Dann gehen wir mit der Leiter da weiter hoch. Bis dahin. Lass uns mal gerade die Stufen hier, die Leitern machen. Hier wäre eine Etage. Hier wäre eine Etage. Da wäre eine Etage. Und da wäre eine Etage. Sehr gut. Eins, zwei, drei, vier. Dann wäre da eine Etage. Und dann wäre da eine Etage. Dann kommen wir da schon mal hin. Mal gucken, wie weit wir das treiben, weiß ich noch nicht. Nee, das war falsch. Hier wollte ich hin. Dann würde ich das erstmal so weit ausbauen. Aber das ist noch ein ganz weiter Weg und wir haben ja auch hier noch weiter zu bauen. Wie weit sind wir denn hier nach oben? Alge. Machen wir hier gerade unser Keim-Overlay. Das sieht aber nicht nach Keim hier aus. Da ist eine Alge. Magmatit. Das sehen wir nicht. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine Leiter zwei Stufen höher. Ja. Ja, weiß nicht. Müssen wir gucken. Würde ich sagen, machen wir aber erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ohren habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.